Hallo und willkommen zu einem weiteren Unboxing. Und zwar vom T-Balancer Big NG. Ich werde noch in den als Untertitel nochmal einblenden, von welcher Firma genau das war, das weiß ich gerade nicht mehr im Kopf. Es handelt sich hierbei um einen Vierkanal-Lüfter-Controller, Lüftersteuerung, die nur über USB, also über Software funktioniert. Das heißt, man hat keine Frontblende, die irgendwelche Temperaturen anzeigt oder wo man die Lüfter regeln kann, sondern das ist wirklich eine Platine, die man in den PC einbaut. Man hat einen USB-Anschluss, sowohl für extern, also einfach nur USB-B-Buchse, oder man kann das auch intern direkt an einen USB-Header anschließen mit einem Kabel. Man hat also vier Kanäle. Insgesamt kann man das Ding über PWM mit bis zu 80 Watt und analog mit bis zu 20 Watt belasten. Jeden einzelnen Kanal kann man mit PWM bis 40 Watt und analog bis 20 Watt belasten. Ja, also ich werde komplett analog arbeiten, weil meine Lüfter und meine Laing DDC Plus Pumpe, die ich in meinem PC habe, die ich damit steuern möchte, die sind alle ohne PWM. Also die PWM-Modifikation von der Pumpe hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ich hatte als Lösung entweder diesen Controller hier zu nehmen oder den Aquero 5. Das Problem war nur, dass der Aquero 5 irgendwie in der Grundfassung, also in der LT-Fassung hätte ich den dann genommen, also auch wieder ohne Frontpanel, nur als USB-Lösung. Wäre preislich zwar günstiger gewesen, aber erstmal hätte ich den upgraden müssen, weil der standardmäßig ohne zusätzlichen Kühler für die Spannungswandler kommt. Nur wenn ich meine Pumpe damit steuern möchte, dann hätte ich da auf jeden Fall einen Wasserkühler oder zumindest den Alukühler gebraucht, dann wäre das Ganze schon wieder teurer geworden. Und ich war auch ein bisschen irritiert von dem Datenblatt, weil das sagt aus, dass pro Kanal bei dem Aquero 5 eigentlich nur bis zu 1,6 Ampere oder so pro Kanal laufen. Und die Pumpe verbraucht maximal 18 Watt und ja, das hätte wahrscheinlich nicht so ganz hingehauen. Auf jeden Fall wäre das Ganze ziemlich heiß geworden und deswegen habe ich mich jetzt für den T-Balancer entschieden. Ja, das Gerät ist schon recht lange auf dem Markt, ich glaube seit 2006 oder so. Und mittlerweile gibt es die Firma auch nicht mehr. Das heißt, es gibt auch keine regelmäßigen Software-Updates mehr. Die aktuellste Version ist jetzt, die nennt sich Navigator 2.12. Und ich habe in diversen Foren schon gelesen, dass die Version 2.9, also noch eine etwas ältere Version, besser verträglich ist mit 64-Bit-Betriebssystem. Ich habe ja Windows 8 64-Bit und ich hoffe einfach, dass dieser Controller, obwohl er schon so alt ist, halt einigermaßen gut mit dem System laufen wird. Das werde ich halt erstmal ausprobieren und danach werde ich dann auch wieder die Kabel sleeven, damit das Ganze zu meinem PC-System passt und mir dann überlegen, wie ich das dann genau in das System einbaue. Aber jetzt, wie gesagt, erstmal das Unboxing. Was kommt jetzt, also wie sieht der T-Balancer aus und was kriegt man alles dabei? Man kriegt halt hier auf jeden Fall diesen Karton, der jetzt nicht viel aussagt. Wie gesagt, da ist halt nur dieser Kleber hier, wo drauf steht, dass es sich um den T-Balancer handelt und das war's schon. Sehr gut verklebt, muss ich sagen. Das ist so eine Art, so wie eingeschweißt, also wie bei DVDs oder so. Das sollte man vielleicht zuerst mal auspacken. So. Okay, dann, wenn ihr irgendwie ein Quietschen im Hintergrund hört oder so, das ist mein toller Schreibtischstuhl. Ich habe nur irgendwelche Stühle, die Geräusche machen, keine Ahnung. Ich brauche mal WD-40, dann könnte ich das Ganze mal ein bisschen ölen. So, dann haben wir es auch schon geöffnet. Ist mal gut geschützt hier. Okay, wir haben hier schon mal eine Software. Ah, M-Cubed, so heißt die Firma. Da sieht man es. M-Cubed T-Balancer. 2006, Version 2.9. Also, das ist die, die wohl am stabilsten läuft. Ich weiß nicht, ob die, die 12er Version, wo man die herkriegt und ob die jetzt besser läuft, aber naja, gut. Ich hole jetzt erstmal den eigentlichen T-Balancer raus. Das ist hier so eine kleine Platine, wie schon gesagt. So. Also wir haben hier in der Mitte einen fetten Kühlkörper, darunter befinden sich die Spannungswandler.
Dann haben wir hier unten die vier Lüfterausgänge. Dann haben wir analoge Temperaturanschlüsse. Da sind auch, wie wir gleich sehen werden, analoge Temperaturmesser dabei. Und hier rechts sind die für die digitalen. Dann hier der USB-Anschluss. Ganz normal. Und daneben, ja, Quarz und so. Und das hier ist, glaube ich, der Header für den internen USB. Das sieht man auch hier links, wenn man das irgendwie erkennen kann. Also der untere Teil ist der USB-Anschluss und der obere ist für die Ausgabe der Tachosignale, die hier reinkommen. Die kann man nämlich dann direkt weiterleiten ans Mainboard zum Beispiel. Dann haben wir hier nochmal einen LED-Anschluss. Aha. Das muss ich. Ach so, ich glaube, das ist für die Alarm-LED. Und hier unten haben wir nochmal den Stromanschluss. So. Ja, für mich als E-Techniker fällt jetzt natürlich auch noch auf, dass hier sich ein FTDI-Chip drauf befindet für den die USB-Seriell-Wandlung. Hier links mit entsprechendem Quarz und der Controller ist ein ATmega 16. Ah ja. Der ist hier oben, genau. Und das hier ist dann vermutlich die JTAG oder die ISP, genau. In System Programming. Ja, gut. Die Unterseite ist nicht spektakulär. Da sind einfach die Schrauben von dem Kühler und ja, das Ganze verlötete. Sieht ziemlich handverlötet aus. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, genau, hier ist noch ein Pieper für Alarm. Also wenn irgendwo eine Temperatur zu hoch ist oder ein Lüfter nicht mehr dreht, finde ich auf jeden Fall gut, dass das alles schön überwacht wird. Ja, egal. So, dann Zubehör. Das kommt alles dazu. Das sind erstmal alle Kabel. Wir haben hier ein internes USB-Kabel. Wir haben die zwei digitalen Temperatursensoren. Dann haben wir die analogen. Das sind diese roten, schwarzen hier. Genau hier oben. Ganz normale analoge. Gut, ich habe eigentlich erwartet, dass sie schwarz sind, aber naja. Hier ist das USB-Kabel, genau. Das ist das USB-Kabel. Das hier war der, sind die Anschlüsse für die digitalen Temperatursensoren und dann das gelbe hier, das ist dieser Sensor-Output, also nicht Sensor, sondern der Drehzahlausgang von allen vier Kanälen. Dafür gibt es dann hier jeweils immer so einen Stecker, den kann man dann halt irgendwo im Mainboard versenken oder so. Dann haben wir hübsche Acryl, Plastikgehäuse, das muss man halt hier erst noch runter machen und da kann man das. Den T-Balancer reinpacken und dann kann der so Standalone quasi im Gehäuse drin verbringen. So hatte ich das ja auch ungefähr vorgestellt. Also hier ist auch eine Anleitung bei. So sieht das Ganze dann aus mit dem Acrylgehäuse. Und dann haben wir hier noch diverse Schrauben und Abstandshalter und solche Sachen. So, als erstes gucken wir uns mal die Anleitung an. Ja, also wir haben halt Atmel-Mikroprozessor Inside habe ich ja schon gesehen. Overheat Protection haben wir. H2O Cooling Support. Das heißt, es werden halt auch Wasserpumpen offiziell unterstützt. Dual Silent oder Strong, okay. Wir haben vier Kanäle und sechs Sensoren und wir haben 80 Watt Maximum Power. Also alles, was ich gerade schon erzählt habe. Hier sind nochmal die Anschlüsse, aber die habe ich ja gerade schon erklärt. Da brauchen wir eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ja, es ist alles schön bebildert. Finde ich ganz gut. Also hier ist beschrieben, was da alles dabei ist. Dann welche Möglichkeiten es gibt, das Ganze zu befestigen. Also einmal hier so Halterungen, das in einen 3,5 Zoll Käfig einzuschrauben, aber die habe ich ja in meinem Gehäuse nicht mehr. Dann einmal kann man das hier als Slotblende machen, da habe ich auch keinen Platz mehr leider. Und dann einmal in dem Acrylgehäuse. Ja, mal schauen, wie wir das machen. Ich habe überlegt, ob ich mir da vielleicht einen kleinen Adapter baue, wo ich das Ganze dann an dem Radiator festschrauben kann. So, hier sind dann nochmal erklärt, wo die ganzen Kabel dran kommen. Dann, wo man die ganzen Sensoren überall platzieren kann. Da muss ich auch mal schauen. Also, ich werde auf jeden Fall in den Radiatoren vorne und hinten die analogen Sensoren reinstecken und ins Gehäuse irgendwo einfach einen digitalen und vielleicht noch irgendwo anders was. So, was haben wir noch? Ja, wie man hier sehen kann, kann man das Ganze noch upgraden. Da gibt es den sogenannten Mini-NG.
Das ist der rechte hier, der hat nochmal zwei zusätzliche Lüfterkanäle und den kann man dann über so eine Busverbindung dann koppeln. Und da hat man dann auch, glaube ich, nochmal zwei Sensoren, wie man hier unten sehen kann und wie gesagt, zwei Lüfterausgänge. Ja, Softwareinstallation, spannend, spannend. Ja, wie die Software nachher aussieht, das kann man sich dann am besten direkt dann am PC anschauen, vorausgesetzt, es funktioniert natürlich alles. Weil das ist jetzt, wie gesagt, von 2006, also für Windows XP ausgelegt. Soll auch unter Vista und Windows 7 auch schon funktioniert haben. Ich glaube, unter Windows 8 hat es auch schon jemand zum Laufen gekriegt, aber ich muss einfach mal gucken. Ja, also das war das Unboxing zu dem T-Balancer. Und im nächsten Video werde ich dann mal zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn es eingebaut ist, wie die Software aussieht und wie das Ganze dann funktioniert. Ja, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Thumbs up, also einen Daumen nach oben. Oder, beziehungsweise und, ihr könnt mich auch gerne abonnieren, wenn ihr noch mehr Videos gucken wollt. Ich werde jetzt halt in nächster Zeit auf jeden Fall versuchen, regelmäßiger Sachen hochzuladen, die in die technische Richtung gehen. Wie schon in den älteren ja, in den Videos, die schon hochgeladen sind, erklärt. Ansonsten sage ich mal, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.